Und dann gehen wir mal zum Römerbrief. Römerbrief 5. Und wir haben aufgehört im 11 und machen weiter im Vers 12. Da halten wir uns auch ein bisschen heute auf. Und da heißt es: Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Also durch einen Menschen kam die Sünde in die Welt. Und das war durch Adam. Und durch die Sünde kam, und da, wenn wir uns das anschauen, da ist Sünde in Einzahl. Also, und das ist auch immer ein Unterschied. Und wichtig zu beachten, die Sünden, das sind die Taten, und die Sünde, wenn man von der Sünde spricht, dann ist es die Sündennatur. Also durch Adam kam die Sündennatur. Adam und Eva, die waren im Ebenbild Gottes gemacht, die waren perfekt an Körper, Seele und Geist. Und sie wurden von außen, von der Schlange, von Satan persönlich, wurden sie verführt oder auch versucht. Wie genauso auch Jesus, der wurde auch versucht vom Satan persönlich. Und dadurch kam die Sündennatur auf die Welt. Und durch die Sündennatur auch der Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Also, und da ist es auch wichtig, wenn man, schauen wir uns mal an, also auch es ist durch Adam passiert, nicht durch die Eva. Die Eva wurde verführt, aber gesündigt hat Adam. Und das finden wir im ersten, ich glaube im ersten Timotheus. Moment. Genau, 1. Timotheus 2. Und im Vers 13 heißt es: Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Also Adam wurde insofern nicht verführt, weil er wusste Bescheid. Also Adam wusste, was er tat. Die Frau nicht. Also die hat sich verführen, die wurde verführt. Und deswegen ist verantwortlich der Adam. Und was ja auch ganz interessant ist, auch die Sünde, die wird immer durch den Mann weitergegeben. Also, weil also wenn eine Frau ein Kind nicht gebiert, wenn ein Kind empfangen wird, ohne einen Mann, dann ist es sündfrei. Und das ist ja auch passiert bei Jesus. Also, und drum ist es immer so, dass durch den Samen des Mannes wird die Sündennatur weitergegeben. Und deswegen ist ja Jesus einfach vom Heiligen Geist gezeugt worden und ist ohne Sünde geboren. Und da, also
diese Sündennatur, das ist eigentlich die Wurzel. Das ist die Wurzel aller Sündentaten. Also das ist die Folge auch von dem Ganzen. Es kam durch Adam in die Welt. Die beiden waren, wie gesagt, perfekt. Und auch ohne diese Sündennatur, die waren, wie wir jetzt auch sagen können, die Gerechtigkeit. Die waren total gerecht. Und genau, und dann kam Sünde, Tod und Teufel in die Welt. Und in dem Vers haben wir auch zweimal das Wort Tod. Darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, durch die Sünde der Tod, so ist der Tod zu allen Menschen hingelangt. Also zweimal Tod. Da kommt zuerst der geistliche Tod, was dann, also das wird empfangen, und dann die Folge ist der, auch der körperliche Tod. Und so ist der Tod zu allen Menschen hingelangt, weil sie alle gesündigt haben. Ich glaube, im Hebräer steht es, da ist kein einziger, der nicht gesündigt hätte, außer einer. Also der nicht ohne Sünde auch auf die Welt gekommen wäre. Und es ist, schauen wir mal im Psalm 55, glaube ich. Nein, Psalm 51. Da sagt der David im Vers 4, wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Und im Vers 7, siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Also da geht's um den Körper. Nicht um den Geist. Der Geist des Babys, der ist vollkommen rein. Und da ist eben der im Fleisch, und das schauen wir uns auch genauer an, wenn wir immer so sagen, im Fleisch oder im Geist. Also, und im Fleisch, da sitzt die Sünde. Also auch weiterhin. Wir sind erlöst. Also im Fleisch wird die Sünde geboren und dann, umso älter das man wird, dann fängt man an, eben auch im Geist zu sündigen und Halleluja, wir haben die Erlösung durch Jesus Christus. Und da ist aber dann immer noch, wir können wie die Welt auch im Fleisch leben, also in der sündigen Natur oder aber durch den Geist das Fleisch züchtigen oder überwältigen, einfach oder eben zu dominieren. Genau. Ich habe mir ein paar Stellen rausgeschrieben und wie fangen wir an? Einfach, also wir werden von Neuem geboren und dann ist aber einfach, wir können einfach widerstehen durch das Wort. Und das Wort, wenn kommt, dann hängt sich der Heilige Geist dran, der hilft einen. Und das ist einfach, wo wir auch der Sünde einfach widerstehen können. Wir können uns wirklich entscheiden,
Du kannst dich entscheiden, jetzt rauszugehen, in die Disco zu gehen, eine Frau mit nach Hause zu nehmen oder einen Mann. Oder du kannst dich entscheiden, was auch immer. Man kann aber eben auch sich entscheiden, sich im Wort zu gründen, bis das, wie es heißt, das Wort die Oberhand gewinnt. Und damit kann man widerstehen einfach. Und immer mehr gereinigt werden, dass man bestimmte Sachen einfach gar nicht mehr will. Also. Unser Körper, also unser Körper wird später einfach, wir kriegen einen neuen Körper. Also wir kriegen diesen verherrlichten Körper. Und dieser Körper, der wird dann perfekt sein. Aber jetzt ist unser Körper immer noch sterblich. Es heißt auch, unser sterblicher Leib. Und also die Erlösung für den Körper ist für die Zukunft. Und das ist dann einfach auch, wo der letzte Feind besiegt wird, nämlich der körperliche Tod. Also, genau. Wir können durch das Wort aber auch eben für unseren Körper leiden, Krankheit, Schmerzen, auch durch das Wort widerstehen. Das Wort hat die Kraft, auch ein Virus zu töten, Krebs zu töten. Und ja, das heißt, wir dürfen auch glauben für unseren Körper, einen gesunden Körper, ein langes Leben. Das sind alles Dinge. Aber wie gesagt, der Körper ist immer noch der Vergänglichkeit unterworfen. Es sei denn, Jesus kommt wieder, dann werden wir entrückt und müssen nicht sterben. Also nicht körperlich sterben. Genau. Wenn wir von neuem geboren werden, dann kommt der Geist Gottes in uns. Also das ist die neue Geburt. Wir sind aber körperlich, wir haben und auch geistlich ist alles ausgelöscht in unserem menschlichen Geist. Und mit unserem Körper, ja, manchmal haben wir da mit bestimmten Dingen einfach noch zu kämpfen. wir sind frei von der Herrschaft Satans. Dennoch brüllt er. Also ich sag mal, am Kreuz hat Jesus ihm die Zähne weggenommen, aber er brüllt wie ein, heißt. Also er brüllt wie ein Löwe. Und er versucht es. Er versucht es, wen er verschlingen kann. Aber er probiert es halt. Aber eigentlich ist er entmachtet. Und deswegen ist es gut, dass wir immer mehr Offenbarungserkenntnis bekommen, um zu wissen, was uns gehört, wie wir widerstehen. Genau, eigentlich können wir auch ihn ja, zurechtweisen, weil wir durch Jesus auch Herren sind. Wir sind Könige und Priester geworden. Und er, also wir sind auch nicht der Schwanz, sondern wir sind das Haupt. Und in seinem Namen haben wir Vollmacht bekommen. Genau. Und es ist immer mehr, umso mehr der innere Mensch, der Mensch des Herzens heißt es auch, der, wenn der die richtige Nahrung kriegt, dann wird er, dann kommen Ströme lebendigen Wassers aus uns heraus. Also das ist nie was von außen zu uns kommt, sondern das ist das, was in uns drin ist. Und das kommt von innen nach außen. Genau. Und da gibt es auch eine Bibelstelle, wo es heißt, wenn der Geist dessen in uns ist, also dann wird er unseren sterblichen Leib lebendig machen. Da in uns, und das haben wir uns schon mal angeschaut im Epheserbrief, diese ganze Dynamit-Power, diese Macht, Kraft, Stärke, Körperkraft, das ist alles in uns.
und nicht von außen so. Und wie werden wir, also es ist alles da, aber durch das Wort, das kommt, trifft auf das, was in uns drin ist, und dann macht es diese Offenbarungserkenntnis und wir werden stärker und stärker. Und dann ist es das einfach, was die Bibel sagt, dass wir im Geist leben und nicht im Fleisch leben sollen. Und Seele wird erneuert, der Verstand wird erneuert, also das Denken wird erneuert. Und dann schauen wir uns mal Hebräer 4,12 an, und da heißt, das Wort Gottes ist lebendig, es ist wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein, und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Also, und dieses Wort ist, das ist kraftvoll für die Seele. Und damit können wir immer, ja, immer stärker werden. Das Wort, das Wort, das Wort. Und so, und dann wird es lebendig. Und wenn wir das dann, ja, nachsinnen, meditieren darüber, aussprechen, ja, und übereinstimmen, dann bekommen wir auch unsere Manifestationen. Genau. Und umso kraftvoller werden wir. Und somit können wir dann auch Versuchungen vom Fleisch widerstehen. Also, und es wird immer weniger die Kontrolle über uns haben. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel als Beispiel, ich bin früher total gern in die Disco gegangen, habe total gern getanzt und mir hat es einfach gefallen. Also ich tanze heute noch gerne, aber ich bin total gern hingegangen. Und als junger Christ bin ich dann trotzdem noch in die Disco gegangen. Aber irgendwann, ich war immer im Wort, aber irgendwann hat mir das nichts mehr gegeben. Und dann musste ich aber auch gar nicht mehr, und irgendwann war das aber so wie weg, dass ich nicht einmal mehr mich entscheiden musste oder so, sondern ich wollte gar nichts mehr. Das Gleiche ist auch, ich sag mal, auch vielleicht mit körperlicher Sünde oder so. Also ich glaube, wenn jemand wirklich regelmäßig im Wort ist, dann kann er auch wenn man jetzt noch nicht verheiratet ist, aber dem widerstehen, also, und sagen, ich will ein reines Leben führen. Das Also das bewirkt das Wort. Das ist nicht so, dass man jetzt, ich mache das nicht und so, sondern das Wort fängt an, in dir das zu machen. Und dann willst du das gar nicht mehr. Das gibt dir nichts. Genau. Und dann spricht man eben, und dann gibt es eben zwei verschiedene Christen. Da gibt es einmal den fleischlichen Christ und den geistlichen Christ. Der fleischliche Christ ist kontrolliert von dem Gedanken, von eigenen Willen, der ist noch von dieser, auch dieser ich will aber und ich, und der geistliche Christ, der ist vom Wort einfach. Vom Geist. Ne? Jesus hat gesagt, auch meine Worte sind Geist und Leben. Also, und irgendwann übernimmt dich das, dass du, also mir geht es oft so, wenn ich in einem Gespräch oder in meinem Sein, und dann kommt für jede Situation das richtige Wort auch. Oder auch wenn jemand predigt, dann kommt da eine Bibelstelle dazu und da ein Wort und dann gibt es ein ganzes Bild irgendwie. Und also es, und dann wächst auch der Hunger nach dem Wort. Dann
Und du siehst es, wenn ihr, also du siehst auch, wer am Mittwoch hier ist. Also das sind die Leute, die nach einem Worthunger haben. Am Sonntag, da kommen alle, aber die Mittwochchristen, das sind geistliche Christen, weil die wollen wirklich vorwärts gehen. Die wollen im Wort Offenbarung haben, die wollen gegründet werden. Und keiner ist zu müde oder so, weil der Martin hat es jahrelang bewiesen. Also jahrelang bewiesen, wahrscheinlich mit dem härtesten Job, den du haben kannst, wenn du mehr wie 8 Stunden körperlich schläfst, schwer schläfst und dann noch in die Gemeinde gehst, regelmäßig, dann muss das ja was bedeuten. Also dann muss das ja, und dann davon heimgehst und eigentlich gestärkt heimgehst und nicht geschwächt. Also, und wenn man das begriffen hat, dann sagt man nicht, ich bin zu müde oder irgendwie, sondern dann braucht man das. Und also mir geht es wirklich so, das ist wie, also ich habe noch keine Drogen gespritzt oder so, aber ich stelle mir vor, das ist wie wenn ein Junkie irgendwo, ich brauche dieses Wort. Das Wort ist meine Nahrung, so wie dein Körper irgendwann schreit, nach Essen oder Trinken, so schreit mein Geist auch nach diesem Wort, weil ich weiß, das Wort ist meines Lebens Kraft, das Wort ist Heilung, das Wort ist Nahrung, das Wort ist mein Brot und ich lebe nicht allein vom Brot, sondern von jeglichem Wort, das aus dem Munde Gottes ausgeht. Und wenn du das erkannt hast, wenn du merkst, dass das Wort dein Leben retten kann, deine Kinder retten kann, wenn das Wort dir dein Erbe austeilt, dein Wort dich versorgt, dann willst du einfach das Wort, dann willst du auch nicht in der Gemeinde hocken, wo sie vielleicht schöne Lobpreismusik haben, aber keine Gesalbung und keine Offenbarung über irgendwelche Worte. Irgendwann bin ich weitergezogen. Ich habe die tollsten Menschen kennengelernt, aber ich musste weiter. Dann hat man mir gesagt, oh, du kannst dich nicht, ist ja wurscht, du kannst dich wenn man halt nicht wo bleiben kann, einfach, sesshaft. Aber ich wäre gern geblieben, um der Menschen willen und so weiter. Aber ich wollte immer Gott. Ich wollte Gott. Und wenn die dann gesagt haben, naja, heutzutage ist Gott souverän und man muss auch bedenken und heutzutage erhalten immer. Dann habe ich gesagt, tschüss. Weil gute Freunde finde ich auch in der Welt und manchmal sogar bessere wie Christen. Also ganz ehrlich, irgendwo. Aber ich will ja Gott. Ich will nicht unterhalten werden. Ich kann mich durchaus unterhalten. Ich kann auch alleine sein. Ich kann irgendwelche Hobbys machen. Aber ich möchte dieses Wort. Und ich möchte das richtige Wort. Ich will nicht irgendwo verdrehtes Wort. Ich glaube, ich schweife jetzt ab. Aber ich will euch einfach zeigen, wie kostbar das ist. Und ich sage es immer wieder, wenn ich dieses Wort nicht gehabt hätte, wenn ich nicht diesen Hunger nach diesem Wort, ich wäre schon längst tot. Und wenn jemand irgendwo von diesen, naja, Gott ist souverän, dann wäre ich an meinem Krankenbett oder an meinem Sterbebett, dann hätte jemand gesagt, vielleicht, wenn Gott will, vielleicht und so weiter, dann wäre ich schon längst nicht mehr her, weil dann hätte ich keine Hoffnung mehr gehabt. Aber dieses Wort, und wenn du dieses Wort kennst, da kann irgendwie, ne, das ist auch manchmal, da kommen welche, die glauben an Jesus und dann erzählen die dir und dann denkst du dir, die sind aber nicht allein. Die haben irgendeinen anderen Geist mit dabei oder falsche Offenbarungserkenntnis. Und dann erzählen sie dir Dinge, wo du dir denkst, ja, wo steht das denn geschrieben, was sie dir da erzählen? Und dann schaue ich in mein Wort rein und dann sage ich, so. Und manchmal haben sie die größten Probleme sogar und wollen dir erzählen, was eigentlich gar nicht stimmt. Aber wenn du das Wort kennst, dann kann dir keiner mehr einen Blödsinn erzählen. Dann kann keiner mehr, sondern dann weißt du einfach, hey, so schaut's aus. Und deswegen sind wir hier. Amen. Genau, also wir waren beim fleischlichen Christ, der kontrolliert ist vom Fleisch und nicht vom Geist, der aber trotzdem zu Gott gehört. Also
Na, das ist trotzdem ein Kind Gottes und so weiter. Und manchmal braucht man Geduld und manchmal kann man auch, ja. Gehen wir mal zum 1. Korinther. 1. Korinther. Ja, nee, ich meine, weißt du, was müssen wir denn irgendwie, wir müssen doch kein Theater spielen. Ich habe die Tage mit jemandem telefoniert und dann habe ich anstatt immer so, oh, habe ich einfach mal gesagt, hey. Und vielleicht ist das nicht jedermanns Geschmack oder so, aber wo sie gesagt, oh, danke Mann, ey, dass du mir das wirklich ehrlich sagst, als man immer irgendwo so rum und dann kann man manchen auch einmal sagen, hey, wach endlich auf. Oder die Wahrheit sagen und das, hi. Und das ist aber wirklich auch Liebe. Manchmal muss man manche mal auch wachrütteln. Der du schläfst. Und wenn man jemanden aufweckt, dann muss man manchmal vielleicht auch einmal rütteln irgendwo. 1. Korinther 3. Oder 1. Korinther 2. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Also der Geist weiß, was uns gehört. Und davon reden wir auch nicht in Worten von menschlicher Weisheit. Ne? Es gibt gute Ideen, wie wir immer sagen, und es gibt göttliche Ideen. Und manches klingt richtig schön, religiös oder gottesfürchtig und ist totaler Schmarrn dahinter. Und dann gibt's aber einfach Weisheit, die von oben kommt. Und das wird vom Heiligen Geist gelehrt, indem wir Geistliches geistlich erklären. Und wenn du dann versuchst, jemanden, der nicht von Neuem geboren ist, das zu erklären, das kannst du vergessen. Also, weil dann weiter, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Und es ist ihm eine Torheit. Der weiß gar nicht, wovon du redest. Also, das Wichtigste ist, dass man dem kurz das Evangelium bringt. Und wenn der dann von Neuem geboren ist, dann kann er das auch empfangen. Er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Und da haben wir dann den geistlichen Menschen, dagegen beurteilt zwar alles, er selbst wird jedoch von niemandem beurteilt. Und im Kapitel 3, und da geht es jetzt um Gläubige, und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern zu fleischlichen Menschen. Da heißt es nochmal in meiner Fußnote, das Neue Testament bezeichnet Gläubige, die vom Geist Gottes prägen und leiten lassen als geistlich und Gläubige, die sich noch in vielen vom Fleisch, das heißt von der sündigen menschlichen Natur, prägen und leiten lassen als fleischlich. Als zu Unmündigen in Christus, also Babys. Es gibt aber auch Babys, die nach 20 Jahren immer noch im Windeln rumhängen. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen, denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich, und da kann man sehen, was Fleischlichkeit ist, Eifersucht, Streit, Zwietracht unter euch sind, seid ihr nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Genau. Und dann springen wir mal zum Römerbrief wieder. Schauen wir uns da eben ein paar Stellen an mit dem fleischlich und geistlich. Römerbrief 8.
im Vers 5, denn diejenigen, die gemäß der Wesensart, also des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft, oh Gott liebt dich, ne? Feindschaft gegen Gott ist. Wo bin ich denn jetzt? Denn es ist, unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Das ist ein krasses Statement. Also, gehen wir mal im Römer 7. Vers 14, da geht es auch um das Fleisch und die innewohnende Sünde, also die im Fleisch wohnt. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Und dann sagt er eben, denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Was ich tue, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Und denn ich weiß, das heißt, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Also im Fleisch wohnt nichts Gutes. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Und er wusste, er braucht Erlösung. Also, und das ist es, wir brauchen Erlösung, dass wir dann auch im Geist, also durch den Geist, die Taten des sündigen Fleisches widerstehen können. Amen. Amen. Und ganz wichtig, also trotzdem, dein Körper ist gut. Ne? Der braucht auch, der muss gewaschen werden. Amen. Der sollte gepflegt werden. Deswegen, also auch wenn das im Fleisch ist, aber wir brauchen unseren Körper, das ist unser Haus, um hier auf der Erde überhaupt da sein zu können. Also pfleg ihn, behandle ihn gut, ernähr ihn gut. Genau, es heißt ja auch, dass es der Tempel ist, wo der Geist Gottes wohnen kann. Aber ich wollte jetzt einfach mal die zwei, also geistlich und fleischlich, einfach mal gegenüberstellen, dass wir sehen, wo eben, wo wir eben widerstehen müssen. Und wo das Wort einfach auch eben immer mehr Fleisch werden kann. Dann gehen wir im Galaterbrief. Im Galaterbrief 5. Das ist auch ein ganz, ganz interessanter Vers. Und ich liebe diese Gnadenbotschaft. Dennoch, dieser Vers sagt im Vers 13, 5, 13, ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zum Vorwand,
für das Fleisch. Also macht die Freiheit nicht zum Vorwand für das Fleisch. Und das, also da muss man einfach ein bisschen, ne, wenn immer nur alles, es ist, also wir können uns nichts erarbeiten, wir waren viel in der Gnade drin. Wir können uns nichts erarbeiten, das ist nur durch Jesus Christus und so weiter. Aber damit wir, dass wir tun und lassen können, was wir wollen und dann sagen, ich bin unter Gnade, das ist nicht richtig. Also, das, und das ist nicht in Ordnung, weil Gott ist heilig und Gott möchte, dass wir auch heilig wandeln. Und es ist nicht, ich habe es die Tage mal gepostet, da ist auch einer, der vor so einem Zaun, wo er sagt, uff, ich will keine Begrenzungen und ich springe über den Zaun. Und dann springt er über den Zaun, und zwar aber über diesen Zaun, ein ganz steiler Bergabhang. Also dieser Zaun war keine Begrenzung, sondern dieser Zaun war Schutz. Amen. Und das ist der Unterschied, dass oft einfach Gott uns vielleicht Begrenzungen gibt, nicht um uns irgendwo einzuschränken, sondern um uns zu schützen. Und das ist der Unterschied. Also, und es heißt ja auch im Hebräerbrief, wen der Herr liebt, den, und manchmal darf man das Wort ja auch nicht einmal unter Christen verwenden, aber so steht es halt leider in meiner Bibel drin, wen der Herr liebt, den züchtigt er. Wo ist denn ein Vater, der seine Kinder nicht züchtigt? Und das ist einfach, und das, manchmal habe ich das Gefühl, dass heutzutage immer so eben dieses, Gott liebt dich und es ist ja Gnade. Und einmal hat mir jemand zum Beispiel erzählt, die haben sich wissentlich auf einen fremden Parkplatz gestellt. Naja, ich bin ja unter Gnade. Das ist totaler Quatsch. Das ist nicht Gnade, sondern das ist das, was dieser Vers sagt. Nehmt das nicht zum Vorwand für eure fleischlichen Gelüste, sondern lernt durch den Geist Gottes das Fleisch zu überkommen oder zu widerstehen. Und das macht nämlich auch wirklich frei. Frei nämlich von anderen Bindungen, frei von irgendwelchen Gesetzen, die in der Welt herrschen und so weiter. Ne? Genau. Und dann im Vers 16, also im Galater 5, 16, ich sage aber, wandelt im Geist. Oder eben durch den Geist. Oder in der Kraft des Geistes, so werdet ihr die Lust des Fleisches, also die Begierden des sündigen menschlichen Natur, also da haben wir auch wieder, wo diese Begierden sind, im Fleisch, also so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Diese widerstreben einander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Halleluja. Und dann haben wir, offenbar sind die Werke des Fleisches. Welche sind? Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich euch schon zuvor gesagt habe, dass welche, die solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung.
Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Wir wachsen da rein. Sag mal, wir wachsen da rein. Sag mal deinem Nachbarn, hab Geduld mit mir. Ich wachse. Hab Geduld mit mir, ich bin am Wachsen. Wir sind alle noch nicht die perfekten Christen, Amen. Aber wir jagen dem hinterher, Amen. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Also da geht es ums Wandeln. Lasst uns nicht nach leeren Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Amen. Zum Epheserbrief gehen wir noch. Wir haben noch 3 Minuten, jetzt geben wir mal kurz Gas. Epheser 2. Im Vers 3, unter ihnen führten auch wir einst das Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur aus Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat mit seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Halleluja. Römer 13. Und zwar im Vers 12, die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandeln. Sag mal, lasst uns anständig wandeln. Wie am Tag, nicht in Schlemmereien, in Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und nicht in Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Wenn du zum Beispiel vor deinem Fernseher hockst und dir alles Mögliche reinziehst oder Pornografie reinziehst, das ist sowas. Dann pflegst du dein Fleisch. Ne? Dann pflegst du diese Natur. So, eins noch, Römer 6. Römer 6, Vers 12. So soll nun die Sünde, also da ist wieder die Sündennatur, nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Damit machen wir jetzt Schluss. Amen.